Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Ja, in dieser Folge wollen wir Java besuchen. Der etwas ältere Abenteurer, der in den Leckmin wohnt. Ja, dies ist sein Zuhause und ja. Hä? Niemand zu Hause? Wie unvorsichtig. Naja, ich lasse seine Börse einfach hier. Hey du! Wer bist du? In mein Schloss einfach so reinzuplatzen. Na, Diebesgesindel seid ihr. Hände weg von meiner Börse. Schockschwere Not. Du verstehst da was falsch. Wir sind nur hergekommen, weil wir einen Passierschein brauchen. Nein, Justin. Das versteht er auch falsch. Seine Börse. Die Börse. Oh, haha. Mitgehen lassen, ja? Man kann nicht genug aufpassen. Los jetzt, ergebt euch. Ich schneide euch das verkommene Herz aus dem Leib. Hör mal, Justin, ist dieser Mann wirklich Mr. Java? Der soll mal Abenteurer gewesen sein. Mal halblang, du kleines Mädchen. Abenteurer gewesen sein? Bah, gewesen sein, ha. Auch heute bin ich ein aktiver Abenteurer. Wow, gute Ohren haben Sie jedenfalls. Bitte entschuldigen Sie, wir wollten Sie um einen Gefallen bitten, Mr. Java. Sehen Sie... Und so erzählte ich Ihnen meine Lebensgeschichte. Und das ist die ganze Geschichte. Verstehe. Ihr wollt meinen Passierschein in die neue Welt. Nun, Junge, eins muss ich dich fragen. Was habt ihr vor in der neuen Welt? Ich will nach Osten gehen, nach Angelo. Das ist, das mich in der neuen Welt erwartet. Was? Angelo, sagst du? Das setzt der Sache die Krone auf. Oh, hör auf. Das ist kein Witz. Ah, was? Oh, tut mir leid. Aber Angelo... Angelo gibt es wirklich. Ich weiß es. Ich verstehe. Dich sehr gut. Je nach Umständen gebe ich dir vielleicht sogar meinen Passierschein. Echt? Her damit, danke. Mach dich nicht lächerlich. Du kriegst ihn doch nicht einfach so. Bestehe die vor dir liegende Prüfung und du erhältst, was du begehrst. Das ist der Weg für den Abenteurer. In Ordnung. Auf die Prüfung lasse ich mich ein. Oh ja, kein Problem. Stimmt's, Justin? Gut gesprochen. Hör zu. Diesen Geist dürft ihr nie verlieren. Ah, waha. Also, ich erlege euch eine Prüfung auf. Mir nach. Wir gehen hinter zu den Minen. Los geht's. Trödelt nicht. Besonders freundlich ist der Mann ja nicht. Naja. Wie schlimm kann eine Prüfung von diesem Mann schon sein? Das ist der Eingang der Leckminen. Irgendwo da hinten hausen neuerdings Monster. Ich kann das laute Krächzen nicht ausstehen. Wenn ihr es fertig bringt, ihren Anführer umzubringen, kriegt ihr meinen Passierschein. Meine Prüfung für euch. Irgendwie dunkel und abweisend. Ah, haha. Eine Mine eben. Klar ist die dunkel. Wollt ihr jetzt aufstecken oder heimgehen? Du machst Witze. Klar gehen wir rein. Aber Java... Kannst du hier bleiben, bis wir zurückkommen? Na gut. Und jetzt stellt euren jungen Abenteurergeist unter Beweis. Na, was ist? Geht ihr jetzt los oder wollt ihr euch erst ausruhen? Nee, ich will sofort losgehen. Ihr gefällt mir. Und jetzt geht schnell und kümmert euch um sie. Okay, auf in die Leckminen. Leckmine, Bereich 1. Okay. Wieder mal Schleime. Die kennen wir doch schon aus den Sotruinen. Diese dürften eigentlich kein Problem für uns sein. Zudem sind wir ja noch eine Stufe aufgestiegen. Okay, ja. Dieser Schleim führt garantiert keine Spezialattacke aus. Schwertstufe erhöht. Juhu.
Ja, alle auf Sue. Warum auch nicht? Ich weiß es nicht. Sterb, Schleim! So, Sue erledigt noch den anderen Schleim. Und wenn Justin sich jetzt noch beeilt, schafft er es noch, den anderen Schleim zu zerkleinern. Los, Justin! Bam! Und schon ist der Schleim down. Überlegen. Ich hasse Minen. Ich verlaufe mich da immer. Oh Gott. Warte. Ich hab da so eine Vermutung. Bitte nicht. Oh mein Gott. Ja, das wird wahrscheinlich bei diesen Endgegner etwas schwieriger. Da es in den Sudruinen ein Item gab, was sich Dynamit nennt. Und das hätte mir der Kampf etwas einfacher gemacht, aber naja, somit ist es wenigstens etwas spannender Kampf. Naja, wir finden ja auch hier noch einige nützliche Items, aber dieses Dynamit war halt wirklich mit eins der besten Items für den Endgegner hier, aber ohne müssten wir es auch schaffen. Zack, eins. Gleich kommt die 2. Und so. 3 und 4. Ja, die Fledermäuse sind keine Probleme für uns. Aber halt bloß pro Fledermaus einer Erfahrungspunkt. Ist natürlich nicht so schön. Okay, da ist schon mal ein Item. Mal sehen, was es ist. Eine Granate, ja, das ist auch eine sehr effektive Waffe, aber halt, dieses Dynamit hätte mir mehr gefallen. Hier ist nichts, leider. Mal sehen, ob wir hier lang kommen. Ja, wenn wir durchkriechen. Fledermäuse, ja, los, kommt her. Oh Gott, hier ist ein ganzes Fledermausnest. Naja, das wird uns einige Kämpfe bescheren. So, Kombi auf die hintere Fledermaus. Du räumst von hinten auf, während Justin von vorne die Fledermäuse fertig macht. Und das machen sie. So schnell kann ein Kampf vorbei sein. Obwohl, ich muss sagen, es wird jetzt ein... Oh nein. Oh, ich habe schon befürchtet, Hinterhalt. Ich finde irgendwie, diese Fledermäuse sind lästig. Da hätten die Programmierer sich in dem Spiel irgendeine andere Monsterart einfallen lassen. Oder halt mehr grüne Schleime hier platzieren. Aber diese Fledermäuse sind ja wohl ein Witz. Kommt her. So, ihr seid jetzt die Nächsten. Dann dürfte hier erstmal Ruhe sein. So, Sue, du greifst rechts an, links an. Und Justin, du von der rechten Seite. Okay, da hinten habe ich Geld gesehen. So, hier ist wieder nichts. Und auf der anderen Seite geht's weiter. Na gut, nicht wirklich. Ist auch nichts. Also gehen wir wieder hier raus und kriechen zurück. Schleime. Aber erstmal gucken wir uns das Ganze von oben an. Okay, da hinten ist Geld. Und eine Spinne. Eine Spinne. Okay, mal sehen, was die Spinnen drauf haben. Wenigstens mal eine neue Monsterart.
Okay, Sue, du guckst mal, was die Spinnen so alles aushalten. Und Justin, du... Ah, die Schleime machen eigentlich nicht so viel Ärger. Du gehst auf die andere Spinne los. Okay, die Spinnen sind nicht allzu schlimm. Also, wirklich Schaden machen die ja nicht. Oder halten nicht so viel Schaden aus. Sag ich mir so rum. Ja, nervt mich. Dämlicher Schleim. So, Sue, kümmere dich um die Spinne da oben. Und Justin, du machst die Schleime fertig. Böser Schleim? Nein. Okay, mach keinen Schaden. Ja, und diesmal, na gut, diesmal hat sich Sue revanchiert für den Kampf in den Söldruinen. Diesmal hat sie Justin den Kill geklaut. Obwohl, die Kills werden ja hier eh nicht gezählt, von daher ist es jetzt nicht so wild. Okay, jetzt holen wir aber uns erstmal das Geld. So, okay, hier geht's nicht weiter und hier ist wieder nichts. Nur eine Wand und hier drüben. Hier geht's nur bis dahin da, um da hinten wahrscheinlich Kräuter, nehme ich an. Ja, Kräuter. Wie immer. Naja. Kann ja noch irgendwann nützlich sein. Und ein Schleim wieder. Viermal Schleim. Na, lustig. Sue, du tust den vorderen Schleim erledigen und Justin, ja, greif mal den rechten an. Los, Sue, bei dich. Ja, sehr schön. Du greifst diesen Schleim an. So, und Justin, du erledigst den letzten Schleim, der noch übrig geblieben ist. Okay, wo muss ich lang? Ich habe gerade keinen Plan. Ah, da liegt eine Schürze. Irgend Arbeitskleidung. Ja, packen. Ja, ist. Oh, ich habe zu viel. So, ich habe zu viel mit, deshalb muss ich was wegschmeißen. Ja, schmeiß mal die Pumps weg, die sind sowieso für nichts zu gebrauchen. So, Auto. So, gucken wir gleich mal nach und räumen im Inventar mal ein bisschen auf. Wir brauchen ja nicht alles. So, Gegenstände. Ne, erstmal ausrüsten. Diese Schürze möchte ich erstmal sehen, was die bringt. Justin bringt die Arbeitskleidung nichts, aber Sue müsste sie was bringen. Ja, 19 Verteidigung ist auf jeden Fall schon mal besser. So, halt. Gegenstände. Wundsalbe, halt 40, halt 60, halt 15. Naja, komm. Heilen wir Sue damit. Und noch einmal Kräuter, nochmal Sue. So, schön. Und Sue, was trägst du mit? Pralinen. Halt 10. Oh, naja, komm. Geh mal nochmal hier so eine Praline. Oh, warte mal. Pralinen? Ja, doch, halt 10. Geh mal hier, Justin. Der fehlen zwar plus 5, aber naja. Jetzt haben wir wieder erstmal Platz für weitere Gegenstände. Ja, Spinne und Fledermaus. Aber erstmal will ich sehen, wie das hier von oben aussieht. Da hinten liegt Geld, da liegt Geld. Ich werde noch reich. Okay, wo ist die Spinne? Wo ist sie hingelaufen? Da, ihr seid dran. Drei Spinnen und Babyfledermäuse. Ja, okay, so, du erledigst die Fledermäuse da hinten. Und ich greife die Spinnen an.
Da, die Spinne. Ja, Schwertstufe. Das geht ziemlich schnell, finde ich. Nein, böse. Spinne, böse Spinne. Zu bestraft die Spinne. Und Justin, du machst die andere Spinne fertig und die Fledermaus. Sehr schön. Böses Spinnenvieh. Okay, somit werden wir die Fledermäuse und die Spinnen los. Und jetzt können wir uns das Geld holen. So, jetzt habe ich bloß ein Problem. Welche Richtung gehe ich zuerst? Nach links oder nach rechts? So laufe ich nur im Kreis. Gehen wir hier lang. Und hier kommen wir in den nächsten Bereich, also gehe ich lieber dort lang und sehe nach, was wir hier finden. Was ist das? Lass mich in Ruhe. Was seid denn ihr für Viechter? Ja klar, ihr wartet natürlich darauf. Ja, kommt her, los, komm. Ich mach euch fertig. Ich hau euch kaputt. Ein Ork. Ich traue der Sache nicht ganz und greife am besten mit beiden ein Ork an. Und es hängt gerade sehr stark. Das kann auch daran liegen, dass ich über der Zeit liege. Von daher, ja, wird dieser Kampf in der nächsten Folge weitergehen. Und ja, da mache ich an dieser Stelle einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns.